Ist Baby Ish. Ja, heute ist eine Special-Folge. Ich will euch heute ein neues Browserspiel vorstellen. Ja, ihr wisst ja, dass ich bei der Feuerwehr bin, oder beziehungsweise war und jetzt im Katastrophenschutz tätig bin bei den Maltesern und habe ein nettes Spiel im Internet entdeckt, was ich auch sehr gerne spiele und das möchte ich gerne euch vorstellen. Das nennt sich Leitstellensimulator, LSTSIM.de. Das ist richtig gut gemacht und hat auch ein ganz großes Suchtpotenzial und wir gehen mal in das Spiel hinein. Das Spiel wird noch betreut, also werden immer neue Bilder eingefügt und so weiter. Wir nehmen aber nicht die offiziellen Stellen, sondern die öffentlichen Benutzerleitstellen. Die öffentlichen Benutzerleitstellen sind von Benutzern, die sich da angemeldet haben und sich mit dem Leitstellenbaukasten eine eigene Leitstelle zusammengebaut haben, nach dem originalen Vorbild. Es gibt ganz viele, Thüringen und so, und wir nehmen aber Thüringen. Ich wohne ja in Thüringen, dann nehmen wir Erfurt. Es gibt dreimal Erfurt, also man muss aber aufpassen, welches am noch betreut wird. Guck mal, das wird zum Beispiel nicht betreut. Hier ist es am letzten, am 3.4. Und hier ist am 15.02.2013. Ja, eigentlich ist das Original gewesen. Die allererste. Das war nämlich die Original-Leitstelle. Na gut, dann lesen wir erstmal die Zusatzinformationen. Die kreisfreie Stadt Erfurt und Landkreis Sömmerda sind also zwei Kreise, umfassen eine Fläche von rund 1100 Quadratkilometer mit etwa 278.000 Einwohnern. Die Rettungsleitstelle disponiert in beiden Kreisen Rettungsdienst, Krankentransport und Feuerwehreinsätze. In Erfurt gibt es neben einem Fernverkehrsbahnhof und auch einem Flughafen und der europaweite Flüge anbietet. Das ist der Flughafen, Erfurt-Weimar, glaube ich. Dann, die Landkreise sind gut durch Bundesstraßen und zwei großen Bundesautobahnen angeschlossen. So verläuft die BAB4 südlich von Erfurt. Das ist die B4, da. Die BAB 71 war, also das ist jetzt die, nee, das ist die A4, hier ist die B4, aber das kriegt man schon hin. Ich habe vergessen noch auf Stoppuhr. So, okay, fangen wir erstmal an. Spielername Baby Ish. Wir nehmen den jetzigsten Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, auf jeden Fall starten wir erstmal. Jo, neuer Telefonanruf. Nehmen wir entgegen. Rettungsdienst Erfurt, grüß Gott. Hallo, ich befinde mich in der Erfurt-Johannesvorstadt, die Straße in die Breiheit. Mein Mann hat sich gerade beim Lampenwechsel einen Schlag. Ein Stromschlag. Gut, Signalfahrt. Dann nehmen wir. Krampfanfall. Dieser geht nämlich schon da. Stromunfall. Da wird das vorgeschlagen. Schicken auch alles los. Und alarmieren es. Ihr Leitstelle von Herrn Erfurt, Akon und genau. Term 8. Da ruft dich jetzt die Feuerwehr an und die Polizei und die Feuerwehrleitplatz. So, wir gucken jetzt rascheln, Moment, Klick. Okay, da hat jemand, da war das Handy automatisch drauf. Also kommt kein Auto. So, hier sehen wir die ganzen Einsätze. Das ist die Karte. Kennt ihr ja, Google Maps. Hier sind die ganzen Rückrufe, wo man lesen kann, Wetterbericht. Hier kommen die Anrufe rein. Das sind die ganzen Fahrzeuge, das hier noch im Status 2 sind, also alle
Status 6 ist zum Beispiel nicht bereit. Ja, gibt also ganz viele verschiedene. Florian, Johannes, Rotes Kreuz, Samariter, also ASB. Hier guckt S3, die haben einen Einsatz angenommen. Das sieht man da auch. Die fahren jetzt ganz richtig. Die fahren jetzt hier von dem der Feuerwehrleit, das ist das Gefahrenschutzzentrum Nord. Also Feuerwache 1. Es gibt jetzt seit neuestem auch eine Feuerwache 2, aber die wurde hier nicht reingefliegt. Die gibt es nämlich hier. Hier an dem Platz ist die neue Feuerwache. Aber die, das ist hier nicht mehr in dem Spiel drin, wurde leider nicht gepflegt. Aber macht nichts. Man tut dem Spiel nicht keinen Abbruch. Dann sehen wir hier Einsatzprotokoll. Hier sieht man, wurde zugeordnet, wurde erstellt, mit Susi alarmiert, Polizei wurde verständigt. Status kann alles. Und wenn man Fehler hat, kann man hier sogar Feedback machen. Also sagen, da und da ein Fehler oder so. Einsatzort steht da, wo das ist. In der Breischaltstraße. Also mitten in der Stadt. Die werden jetzt sicherlich jetzt hier rüberfahren. Weil hier ist nämlich nur eine Einbahnstraße. Warte mal, jetzt die Teilstraße. Hier geht so ein Schwenker, genau. Die fahren jetzt hier lang und da. Und hier und wahrscheinlich hier rein und hier hoch. Also so wäre das mein Weg. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Wie gesagt, Kreis Erfurt und hier Kreis Sömmerda. Es gibt auch noch größere Maps, da beinhaltet das fast ganz Thüringen. Das ist aber viel zu groß. Hier Christoph Thüring, da sind die ganzen Hubschrauber stationiert hier. Man kann auch Rettungsleitstellen außerhalb des Bereiches alarmieren. Aber leider nur in die Richtung. Ja, gucken wir erstmal, dass das ordentlich vorankommt. Ja, wir gehen mal auf Echtzeit. Normalerweise kann man ja noch die Zeit noch vorstellen. Machen wir aber nicht. Dann gibt es noch extra Statistik, Einstellungen, hier zum Beispiel die Lautstärke des Sounds. Hier kann man ruhig mal ein bisschen höher machen. Machen wir dann auf OK. Ist ja auch nicht so schlimm. Man kann aber auch gleich auf 30 Frames pro Sekunde gehen. Reicht immer. Fahrzeugstandorte immer per Karte statt Funk angeben. Braucht man nicht. Ansichten kann man machen in Nachtstunden Hintergrund abdunkeln. Das ist immer ganz gut, weil wenn das Nacht ist, ist es dann wird das so gemacht. Abgemeldete Fahrzeuge auf der Karte anzeigen. Braucht man nicht. Sounds, Seenotrettungskreuzer, Vorbestellungserinnerungen. Einsatzintervalle. Also man kann ja auch sogar einstellen, wie oft Massenverletzungen kommen und sowas. Und hat JavaScript. Also man kann schon ziemlich viel angeben. Für mich eigentlich ein schönes kleines Spiel. Das basiert auf, glaube auf JavaScript. Also Java ist Voraussetzung. Und ja, mal gucken, hier reingehen. Hier in der Notarzt, da das Ding. Hier da. Feuerwehr wird nicht gezeigt. Ist ganz wichtig. Wird nicht gezeigt. Weil das nur für den Rettungsdienst irgendwie gemacht worden ist. Ich finde das ein bisschen schade. Feuerwehreinsätze könnte ich auch gebrauchen. Entschuldigung, musste erstmal was trinken. Aber ich finde das Spiel absolut genial. Ja, wenn wir mal gucken, es ist jetzt ein bisschen ruhig. 16:28 Uhr, eigentlich jetzt schon 16:29 Uhr bei mir. Ja, aber ihr seht, ich nehme auch nachmittags auf. Ja, dieses Spiel. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Man kann sogar noch auf Satellit umstellen. Hier sieht man nämlich, wie es aussieht, wie die wunderschöne Stadt Erfurt aussieht. Hier ist nämlich Marbach.
ist eingemeindet. Erfurt, also was zu wissen ist, Stadt Erfurt geht bis hierher. Also bis hierher. Ungefähr. Ab da ist dann Schluss. Dann kommt hier schon Landkreis. Ich glaube, das ist schon Landkreis Simmer da oder weiß ich jetzt nicht. Weil hier hinten ist nämlich schon Gotha. Hier fängt nämlich schon Gotha an. Hier ist Unstrut-Heinig-Kreis. Und das hier gehört schon zu. Ich glaube, GBC, weiß nicht, sowas das gehört. Hier ist ein schönes Rückhaltebecken. Gut. Es passiert jetzt irgendwie nicht so viel. Ich will jetzt mal so ein bisschen die Zeit vorspulen lassen, doch. Vielleicht kommt da in der Zwischenzeit Anrufe ein. Wenn ein Anruf reingeht, hier geht das automatisch auf die 1 zurück. Hier aber nicht. Das finde ich mal schade. Hier kommt schon Rückruf, Zustand nach Stromschlag. Kurzzeitig bewusstlos, jetzt wieder topfit. Verweigern den Transport wegen hebender Predigt der möglichen Gefahr. Keine Einsicht verstanden. Der Stern ist verstanden zur Ware. Kannst du gerne wieder nach Hause fahren. Hier ist auch wieder Sprecherforderung. Keine Einsatz. Dann gibt es ja manchmal so Funkfetzen, aber da kannst du wiederholen. Ich konnte sie nicht aufnehmen. Keine Einsatz in der verstanden zur Wache. Dann sind die Fahrzeuge wieder frei. Auf Status 1. J. 1H. Die fahren jetzt wieder zurück zu ihrer Rettungswache. Sieht er, hier kommt Anruf rein, macht es schnell. Ich bin Rebecca aus dem Pflegeheim. Frau Kallis müsste zur ambulanten OP einen Krankentransport. Krankentransport gibt es hier irgendwo auch. Nochmal reinschreiben. Gibt es ja nicht irgendwo sowas wie Krankentransport? Nein. Okay. Na gut, dann brauchen wir das nicht. Dann holen wir noch einen KTW. Krankentransportwagen. Er steht hier auch schon. Hier sind die Transporte verzeichnet. Das sind die Vorbestellungen. Es kommen also auch Vorbestellungen an. Leute, die zur Dialyse müssen oder so. Hier ist ein Pflegeheim, das weiß ich. Hier, eigentlich hier. Aber naja, die sind manchmal nicht so präzise. Radrennbahn, das gibt es noch so Besonderes zu sagen von Erfurt. Die Altstadt, die ist richtig wunderschön gemacht. Hier ganz viele kleine Gästchen. Hier ist der Domplatz, hier ist der große Erfurter Dom. Ich weiß nicht, wer den von euch kennt. Markenzeichen der Stadt. Hier ist auch die Uni. Hier. Aber es gibt auch noch eine andere Uni und die ist nämlich hier ist der Petersberg, also die Zitadelle von Petersberg. Gibt noch zu sagen, hier gibt das Bundesarbeitsgericht. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gelesen. Wenn jemand von euch liest, das Bundesarbeitsgericht steht in Erfurt. Hier ist das Thüringer Landesarbeitsgericht, die Justizvollzugsanstalt, Staatsanwaltschaft in Erfurt, also Gerichtsgebäude. Es gibt noch zu sagen, Besonderes die EGA, Erfurter Garten, Dreibrunnenpark, das ist hier so der Luisenpark. Hier ist aber irgendwo die EGA. Ich glaube, hier ist, fängt nämlich schon an. Ja, hier ist der dendrologische Papierwehrbildung am Luisenpark. Irgendwo war die EGA, die EGA. Schade, sehe ich die jetzt nicht. Ah, hier. Hier ist die EGA. Ist richtig, richtig, richtig schön. Hier ist Kika. Wenn jemand von euch Kika guckt, hier ist der Sitz der Kika. Auch, ich glaube, auch vom MDR. Aber ich glaube, die sind aber mitten in der Stadt irgendwo. Aber das ist jetzt auch egal. Wir befassen uns mit dem Spiel und machen keine Sightseeing-Tour. Ja, hier noch der Bahnhof. Neu umgebaut. Historisch neu. Also gemischt. Das ist richtig gut gemacht. Hier sind Kreise. Mitten in der Stadt. Hier ist der Anger. Karstadt. Da.
Also ganz, 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 ganz viele. Hier ist das Rathaus. Fischmarkt, Rathaus. Richtig, richtig schön. Hier ist die Straßenbahn. Also wir machen eine Straßenbahn. Ist richtig, richtig schön gemacht. Und hier ist das Polizeigebäude, das Hauptpräsidium. Es geht bis hier vor. Hier. Okay, gut. Polizei ist eigentlich, hat uns eigentlich nicht zu interessieren. Wir machen jetzt mal weiter und gucken mal. Kriegen einen neuen Anruf rein. Verkehrsunfall, Titelstedt, leichter Verkehrsunfall. Verkehrsunfall leicht. Gut. Was bieten Sie uns an? Eine leichte verletzte Person. Genau. Da wird jetzt ein Florian Erfurt 183 ein. Achso, und was noch zu erwähnen ist, es werden die nächstgelegenen Fahrzeuge alarmiert. Das gucken wir gleich mal bei der nächsten Alarmierung rein. Der hat jetzt ein bisschen weiteren Anweg. Ist aber auch normal. So, hier. Ja, ist wieder schwindlig. Ich glaube, ist Kreislauf im Keller. Schicken Sie bitte einen Wagen, der mir hilft. Mach mal. Kreislauf. Kreislauf. Ja, wir nehmen, Stichverletzung, na. Fehlgeburt, ach, ja. Wir nehmen mal Herzinsuffizienz, wir nehmen Notarzt. Und hier sieht man nämlich schon 6,2 Kilometer entfernt. Das ist die Luftlinie, das sind nämlich die beiden nächsten Fahrzeuge, die haben auch ein Dienstende, also die haben auch Diensten. Um 19 Uhr beenden die dann und sind auf Status 1 und sind nicht zu erreichen. Also tagsüber sind nämlich mehr Fahrzeuge verfügbar. Aber wir alarmieren das jetzt, weil wir kriegen nächsten Einsatz rein. Gucken mal. Um 18 Uhr, das ist zum Beispiel eine Bestellung. Da alarmiere ich aber kein Fahrzeug mit erstmal, sondern erstelle nur den Einsatz. Da haben wir jetzt schon eine Bestellung. 18 Uhr. Das heißt, ungefähr halb muss ich Krankenwagen losschicken. Oder kurz vor, weil hier ist ja schon. Ja, gut, gucken wir mal, was jetzt so geht. Bei den anderen geht das schon. Hütte steht da, die sind auch fast da. Oh, so viele Streifenwagen. Ist ja eine ganze Armada. Trinke gerade Gemüsebrühe. Ich habe nämlich heute noch nicht gegessen. Hatte nämlich Nachtschicht. Und bin gerade erst vorhin aufgestanden um 3. Oh, schlimm, gell? Ja, grüß Gott, wir arbeiten ja nur, mit Hörer an sich kein Problem. Und, ein Arzt für die Verlegungsfahrt kriegt Beeilung, kriegt ihr beides. 0,1 Kilometer entfernt. Transport um 18 Uhr, das ist wieder so eine Bestellung. Also, frühs und abends kommen die meisten Transporter. Das ist meistens Dialyse oder wenn die welche aus dem Krankenhaus entlassen werden. Hier wurden die ja aus dem Krankenhaus, genau. Ist nicht notwendig, sobald es da rot wird, eine halbe Stunde vorher, werden die Wagen hingeschickt. Aber wenn die so früh da sind, kann man denen sagen, die sollen warten und Kaffee trinken oder was weiß ich. So, wir kriegen ja eine Sprechaufforderung. Ich glaube, von dem. Ja, mit dem Schwindlichen ohne Notarzt übergeben, verstanden. Fährt nämlich der Notarzt wieder zurück.
Ja, es klingelt schon wieder. Ey, das ist ja richtig, richtig heftig, heftig. 11:30 Uhr morgen. Gut, kannst du gerne kriegen. Schreibt man hier die 11 rein und erstellen den Einsatz. Diese und da steht nämlich schon da, morgen 11:30 Uhr. Die bestellen auch tags zuvor. Also ich finde das richtig, richtig, richtig. So, gut, machen wir Speicheraufforderung. Leicht von HWS, Halswirbelsäulentrauma. Kein Problem. Und klarer Schwindel, stabil, Abklärungskrankenhaus, katholisches Krankenhaus, genau. Wir haben zwei Krankenhäuser in Erfurt. Einmal Celius und einmal das katholische Krankenhaus. Das katholische Krankenhaus befindet sich hier oben. Da kommt daneben, habe ich in letzter Zeit gesehen, ist hier so eine Sportklinik gebaut. Also finde ich richtig, richtig schön. Und hier ist das Helios Krankenhaus. Da ist alles da. Mutter-Kind-Krankenhaus, da gehen wir auch bald hin. Im September ist es soweit. Ja, hier ist die Parkhäuser, Unfallaufnahme. Hier ist die Unfallaufnahme. Hier ist die Geriatrie. Woher ich das weiß, ich habe mal Praktikum gemacht im Rettungsdienst bei den Maltesern. Wollte mich eigentlich auch weiterbilden, hat aber leider nicht geklappt, da ich eine Mittelohrentzündung gekriegt habe. Aber ich versuche dieses Jahr die Ausbildung zu wiederholen. Weil mir das Spaß macht. Es sind zwar einstrengende Arbeitszeiten, aber richtig nette Kollegen gewesen. Und werde mal sehen, was ich da mache. Umgehend Hilfe auf dem Wochenmarkt. Die hat in der Hähnchenbude eine Explosion gegeben. Eine Explosion in der Hähnchenbude ist immer gut. Ja, was soll ich denn da jetzt reinmachen? Die Bude brennt. Machen wir chemischen Gefahr, Gut und Fall, ja? Machen wir das so? Schicken wir gleich zwei RTWs hin, da kommt alles hin, was geht. Und wenn, alarmieren wir noch nach. Geht nämlich auch. Kann man ja nämlich Unterstützung anfordern und Einsatz bearbeiten. Gefahr 1. Hier kriegen wir schon den nächsten Anruf wieder. Niederzimmern. Was packt es? Niederzimmern. Liegen Depression. Kann gerne kriegen. 30 Kilometer Anfahrt. Geht leider nicht näher. Also, es ist ziemlich weit, muss ich sagen. Gut, machen wir mal gucken. Hier fahren sie alle hin. Da ist rot, da sind zum Beispiel keine Fahrzeuge mehr da. Guten Tag, ihr habt unser Wiederfrau hier in Aufnahmen gebracht, wie immer war nicht zu finden. Ja, das sind genau. Gibt kein KTW mehr. Muss man ein RTW hinschicken, ist das was so ärgerlich. Sprechwunsch. Ja, ich habe einen Sprechwunsch. Ja, ich höre. Von der Ausdehnung mehrere Verletzte. Gut. Mehrere Verletzte heißt schon wieder. Ist heimbeatmet. Geht nach Längeren. Da könntet ihr die heimbringen. Gibt's auch. Ich bringe sie gerne mit dem RTW heim. Ist zwar nicht so gedacht, aber. Mehrere Verletzte. Sprechwunsch. Ja, ich komme. Wir haben hier Verletzte mit schweren Brandverletzungen. Einer davon unseren Extremitäten nicht ansprechbar. Fünf Patienten. Oh, so viel. Okay, ich alarmiere jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Alarmieren noch einige RTWs. Unterstützung anfordern. Ihr Eisfeld.
okay, Unterstützung anfordern. Wir nehmen die Kyffhäuser-Leitstelle. Die sind nämlich auch ganz schön weit weg. Genau, den Christoph in Nordhausen alarmieren. Nordhausen, da kommt ja meine Freundin her. Ja. Aber mittlerweile wohnen wir in Erfurt. Ja. Katastrophen, ey, das ist auf 5 Patienten. Na gut, ist egal. Kommen die ganzen Status, die alle alarmiert worden sind. Das ist nämlich rot, weil nämlich ganz viele Patienten hier, 5 Stück, 4 Polizeistreifen noch benötigt. Kriegt ihr alles. Das ist ein Einsatz, ich hoffe, wir haben was frei. Krankentransport. Kannst du gerne nicht kriegen, kriegst ein ATW. Jetzt ist so ein bisschen, ja, ganz schön viel los. Oh, hier hat schon Ding gemacht. Wir benötigen hier notwendig ein KTW. Ich kann kein KTW euch geben. Warte mal, ich guck mal in Gutta, haben die vielleicht noch ein KTW übrig? Auch keine Gutta. Haben sie was in Jena? Oh, wir haben kein KTW. Also hier muss ja auch mit den Patienten übernommen werden. Alles was rot ist, ist nicht übernommen. Ja, Leute, ich habe kein KTW frei. Hier sieht man alle über der Autobahn hoch. Wir brauchen einmal Krankentransport, Radiologe ab sofort. Leute, ich habe fast keine Fahrzeuge mehr. Ja, so wie es aussieht. Sind auch bald meine Zeit rum. Ich mache gleich noch eine Folge. Und wir sehen uns bis zur neuen Folge. Hier ist euer Baby-Ich mit dem Leitstellen-Simulator. Bis dann.